Nein, nein, nenn dich Kia, nicht Kia! Ja, komm! Los! Krieg! Krieg? Krieg. Krieg, warum das denn auf einmal? Warum sind wir jetzt auf einmal wieder in einem europäischen Fahrzeug? Beziehungsweise halt in einem. Ach, egal. Der andere hat ja Linksverkehr. Ich hab ne Frag Grenade. Ich hab noch ne Frag Grenade. Ja, bin das so war ein gut. Englischer Militär. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Und ihr nicht. Ich hab ne Frag Grenade. Na, 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 na. Wir haben einen Scheiß. Du mal, was wird wohl gewinnen? Frag Grenade oder Auto? Frag Grenade. Mal schon. Versuchen ihn zu überfahren. Das Auto stehen, Frag Grenade. La, 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 Frag Grenade. Ach komm, lass uns mal ausreden. Also, wir fahren. Stell dich mal auf die Straße. Wir versuchen dich umzufahren und du wirfst ne Frag Grenade. Mal gucken, was passiert. Wir sterben alle. Wir sterben ja, alle. Ja, darauf will ich doch hinaus. Also, dann verpulvern wir jetzt alle Fahrzeuge erstmal schön. Ich höre eine Kirchenglocke läuten. Ja, ich meine, wir nehmen ja jetzt eh wieder 2 Stunden, 3 Stunden auf und dann nehmen wir erstmal wieder einen Monat lang nicht auf, bis dann kannst du ja neue Fahrzeuge ansammeln. Genau. Genau, und dann machen. Naja, aber danach solltet ihr vielleicht irgendwas anderes machen und irgendwann die Hunger Games oder wollt ihr es direkt danach oder. Ach, keine Ahnung. Jetzt wieder, dass wir unser altes Konzept ändern. Jetzt echt mal, was bist du für ein arrogantes Arschloch? Ich hab was vor, ich hab euch extra vorgeschlagen, dass ihr euer eigenes sein, dass du mit uns auf deinem Server spielst. Dass wir dir erlauben, auf deinem Server mitzuspielen. Ach, genau. Nee, aber wir haben hier, jeder, der mitspielt, hat Gebühren zu zahlen, außer ihr. Da könnt ihr froh sein. Ja. Weil wir so special sind. Ja, weil wir so special sind. Ja, ihr seid die VIPs. Wir haben einfach so Fame und alles. Wir sind YouTube Stars sind wir. Die Elite. Genau. Hör mal, Gronkh oder so ein Scheiß, diese ganzen Mumpitz-Leute da, die kennt doch keine Sau. Aber frag mal nach Terror Elite, wenn uns halt, Alter, wo kommst du denn weg? Nein, immer. Ja, beziehungsweise auch Premium für 50 Euro gekauft. Aber irgendwas möchte ich dafür auch haben. Was hast du dir gekauft? Ja, wobei auf meiner Schule kennt man euch jetzt mittlerweile. Echt? Beziehungsweise in meiner Klasse. Auf eurer Dorfschule mit insgesamt 50 Schülern. Also. Ja, 800 Schüler, von daher. Weißt du, das ist ein Stadtgymnasium, was für eine Dorfschule, hallo? Stadtgymnasium! Ja. Ey, aber so viel können die uns da gar nicht kennen, weil ich habe nur 70 Abonnenten. Ja, die kennen dich, die haben dich nicht abonniert hier. Achso, die kennen mich, haben mich für Scheiße befunden und abgehakt. Ja, du bist nur auch so ein böses Gerücht, weißt du? Ach so, ja, das kann natürlich sein. Oh, warte, da ist eine Axt. Oh, warte. Hätte ich die schon fast liegen lassen. Ja, wo bist du denn jetzt? Bist du denn schon in Balota oder eher nicht? Ich bin an dem Dingens, Flugplatz von Balota. Ach, du bist am Flugplatz. Ja, dann kommen wir gerade vorbeigefahren. Es ist 150 Grad hier. 150, 180, was erzähl ich denn? Ja, ich weiß erstmal auch. 150 Grad nach hinten. Erstmal zu Penny. Ja. Wo bist du denn jetzt? Ja, in deinem Auto neben dir. Links neben den Hangaren. Neben den Hangaren. Okay, dann komm ich da mal jetzt. Neben den Hangaren Games? Links neben den Hangaren Games. Komm mal vor die Hangare. Warte, ich markiere mal eben, wo ich bin. Wie willst du das markieren? Ja, auch. Hör mal, mach dir mal die Augen auf. Ich sehe nix. Ja, mach die Augen auf. Verdammt. Ich sehe immer noch nix. Ah, jetzt sehe ich was, ja. Okay, stell dich mal in Hättest du nicht eine farbige nehmen können? Hab ich doch, da ist die rote, ja. Na, dann stell dich mal da jetzt hin, bitte. Und Chemlights kann ich auch noch schmeißen. Wo bist du denn? Ja, dahinter. Ja komm, jetzt haben wir doch gesehen, was passiert, wenn man einen Zombie umfährt. Der ist doch hier fast genauso hässlich. Ach Mann. Wir wollten dich doch umfahren. Scheiße, Frag Grenade. Alter. Das war ja nur ein Chemlight. Was ist das jetzt? Ein Chemlight. Jetzt hast du es ins Auto geworfen. Voll an meinen... Ja, das ist auch lustig. Ich habe mal irgendwie so 20 an den Helikopter geworfen, dann ist er explodiert. Ja, super! Ich hab's überlebt! Fickt euch! Ich hab's überlebt! Oh, ich hab voll das fiese Piep auf Ohr! Ich hack dich nieder! Stirb! Scheiße, mein Auto brennt rein! Was bist du für ein Mongo, ey? Alter!
Ja, dann wirft er einfach mal die Frag auf uns. Und dann habe ich ihn niedergeaxtet. So gehört sich das. Ihr wolltet mich überfahren. Ich wollte ja. Das nicht. Hallo? Aber ich hab's als einzigster überlebt. Richtig nice. Als einzigstes. Aber jetzt muss ich ja auch irgendwie sterben. Als einzigster. Hast du noch eine Frag Grenade? Vielleicht sollte ich die vor mir auf den Boden werfen. Ja, du schiebst dir selbst in deinen Arsch. Ich mir. Ich du. Ah, okay. Scheiße. Hätte mich jetzt auch gewundert. Wo bin ich denn? Ich bin in Ottmel. Wo ist denn Ottmel? Das sind die ganz vielen Otter und Kühe, die du melken kannst. Halt dein Maul. Kamarovo! Ich tötet mich. Ich will doch sterben. Wie komme ich denn? Aber jetzt brennt mein Auto. Du Lappen hast mein Auto zerstört. Du wolltest mich überfahren. Wollte ich gar nicht. Wolltest kannst du wohl. Beweisen? Ja klar, du bist nebenher gefahren. Mit der Geschwindigkeit. Das Beste war, als du es geworfen hast, dann habe ich dich versucht umzufahren, aber... Ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall, Frag Grenade, die hat einen bösen Radius. Ja, du bist richtig geflogen und ich habe sie überlebt, weil ich im Auto war. Echt? Ja, ich bin schnell rausgesprungen. Ja, das ist eine schlechte Idee. Weil die Autos explodieren ja nicht sofort. Ich habe nur leichte Druckwelle abbekommen, bin dann ausgestiegen, dann ist es explodiert. Und dann ganz chillig weggegangen werden, steht ja, du riesiger Feuerball! Und dann spuckst du erstmal die Zigarrenstummel aus und legst eine 19. Ja, okay. Jo. Ich hab ihn ja erstmal gesucht, um ihn dann wegzuachsen. Hallo? Das muss sein, Rache. Ja, aber ich lach ohnmächtig da kannst du so viel achsen, wie du willst. Ja, da bist du gestorben, würde ich mal sagen. So reinstechern, wie du lustig bist. Ist mir doch dann scheißegal. Ich will jetzt da hinten, ne? Aber verdammt, ich hatte ja eine Axt. Ja, du hättest mich wegachsen können, während du ohnmächtig auf dem Boden bist. Ja klar, ich kann das. Ja, darauf wollte ich auch hinaus. Jetzt hier, Zombies, esst mich. Alter, wie viele Äxte liegen hier eigentlich rum, ey? Ich gehe in das erste Gebäude rein, liegt da sofort wieder eine Axt. Ich meine, ist halt als Server hier, ne? Ich meine, ich habe da nichts gegen, ich mag Äxte. Vor allem, ich mag Äxte auch immer noch lieber wie eine Lee Enfield oder Pistolen oder so. Ja gut, manche Pistolen sind gut. Welche denn? Ja, die G17 heißt die doch. Die ist ganz gut. So, ich sehe schon wieder die Hangaren. Vor allem das Schlimme ist, ich habe noch nicht mal die Dingens, die Explosion gesehen oder so. Ne, ich habe auch nur Pfeifen. Ne? Also ich liege jetzt ohnmächtig auf dem Boden und werde gegessen. Wenn du mich retten kannst, dann schaffst du es und wenn nicht, dann nicht. Ich habe keine Waffe. Ja, ich bin tot. Ich wollte eigentlich nur zugucken, wie du stirbst. Und auf dich spucken. Oder so, egal. Und dir in den Hals scheißen. Was war das? Dark Souls, ne? Ja, genau. Prepare to die. Du hast das gekauft, ne? Ich, ja, quasi. Heißt? Ja, ja. Ich hab die Demo runtergeladen. Gekauft, oder wie? Wie, du hast die Demo von was runtergeladen? Dark Souls. Ja. Ah, du Leuten in den Kopf scheißen kannst. Kann man ja sowas. Nein, das war bildlich gemeint. Ach. Ja, was? Leg mir doch nicht solche Sachen in den Mund. Solche Scheiße in den Mund? Wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin in Ottmel. Oh, ich bin in Elektro. Ich stell mal die vollkommen berechtigte Frage, funktioniert das Auto noch? Nein, es ist komplett scheiße. Da vorne, da liegt irgend so eine ranzige Leiche. Wer ist das wohl? Also, wenn es der Terroristenmann ist, dann kacke ich mir in den Kopf. Hör mal, ich war der Held des Tages, ja? Genau. Ich muss mal eben gerade mal auf die Uhr gucken, wie lange wir schon überhaupt aufnehmen. Ich hab jegliches Zeitgefühl verloren. Wir haben es 10 nach 8. 10 nach 8? Hast du den Mist eigentlich auf Video hier, der mit der Frag Grenade? Ja, klar. Ja, yeah, das will ich dann sehen bei der Aufnahme. Meinst du, ich höre zwischendurch einfach mit der Aufnahme auf? Ja, ganz geschwind irgendeine Scheiße machen und dann schnell wieder aufnehmen. Aber sollten wir nicht eigentlich so diese Wiederfindens-Sachen rausschneiden? Nein. Hatte das irgendwer, aber da gab es verschiedene Meinungen, ne? Ja. Und da sich dann nur 8 Leute melden oder sowas und die Hälfte dafür und die Hälfte dagegen war, dann lasse ich das einfach. Welche Wiederfinden-Sachen?
Ja, die Zeit. Das, was wir gerade machen. Genau, die Zeit halt, bis man sich wiedergefunden hat. Naja, das Problem ist, wir hatten uns wiedergefunden und dann ist aus unerklärlichen Gründen unser Auto explodiert. Aus unerfindlichen Gründen. Na, mysteriös. Wahrscheinlich, wenn wir uns gleich wiederfinden, dann kommt ein toller Kumpel und knallt uns sofort ab. Hier liegen ja Chemlights rum. Wie kommt das denn? Weißt du, wie das wäre? Es wäre nice, wir wären gestorben durch ihn, dann wären wir durch deine Frag Grenade gestorben und dann wieder durch ihn. Und danach schmeißt du wieder eine Frag Grenade. Ja, genau. Und dann wirfst du mit leeren Dosen um. Ja, oder wir stürzen mit dem Heli ab. Oder so. Dann müssen wir aber erstmal einen finden. Das Problem ist, alle meine Sachen, die ich dafür brauchte, waren im UAZ im Weißen. Welcher? Ja, den du weggesprengt hast. Ihr habt mich provoziert. Ja. Also, ja, genau. Eigentlich müsste ich jetzt richtig mad auf dich sein, aber bin ich. Warum denn? Weil er so ein Fanboy ist. Total. Fanboy? Fanboy von Terror Elite, man. Ja. Ich weiß, das kann man sich nicht vorstellen, aber... Ich glaube, ich gründe einen Fanclub mit T-Shirts. Fanclub? Ja, soll ich mal T-Shirts von mir drucken lassen, ob die wohl einer kaufen würde? Ich würde mir eins kaufen. Ich würde mir eins kaufen. Einfach nur just for fun. Ob ich es tragen würde, ist eine andere Frage. Ja, ich trage das ja, ist mir egal, solange ihr die kauft, ist mir das scheißegal, ob ihr die tragt oder nicht. Ja, das Problem ist, du lässt die für 20 Euro produzieren und verkaufst die an uns für 19,99 Euro. Ich glaube nicht. Einfach um es Freude zu machen. Ich lasse die für 9,99 drucken und verkaufe die euch für 25. Quatsch, dann lasse ich mir einfach selber so einen Mist drucken. Mit deinem Logo. Du hast ja kein Copyright drauf. Natürlich, das ist ein Unique-Name. Genau. Ist so, den habe ich mir damals, als ich, keine Ahnung, als Counter-Strike damals in die Beta-Phase gegangen ist, glaube ich. Das heißt, dann könnte ich ein Patent auf Black Ice legen und dann hier schön AC/DC verklagen, dass ihr Album so heißt. Ja. Ist ja nicht unique. Er ist ja schon benutzt. Ja, ich hab's zuerst erfunden. Ich hab ein Zelt gefunden. Tja, also Silence gab's noch nicht. Ja, ich meine den Namen, also ich kannte AC/DC schon, ich wusste nicht aber, dass sie ein Album mit dem Namen haben, sage ich jetzt schon mal. Hat nichts mit AC/DC zu tun. Ich hab ein Zelt. Will einer ein Zelt? Ich bin jetzt gleich in Elektro, beziehungsweise in einer Minute bin ich bei unseren Autos, da wo sie einmal waren. Du hast keins mehr übrig, ne? Doch, ich hab ein Quad noch übrig. Toll, da passen nur zwei drauf, ne? Ja, dann ich und du halt. Ja. Und den anderen fahren wir dann wieder um. La la la, ich nicht. Ich hätte ja noch ein Fischerboot, aber das ist irgendwo zwischen Elektro und Chernogos. Ich muss gerade erstmal checken, wo ich hier bin. Boot gefahren bin ich noch gar nicht. Ist das eine Schule? Glaub mir, es ist richtig scheiße. Es fährt mit 10 km/h auf dem Wasser und du brauchst eine Stunde von hier nach sonst wo. Wasser finde ich hier sowieso total scheiße. Vor allem dieses Schwimmen, ey, in dieser... Ja, Wasser. Wasser ist so eine Scheißsubstanz, ja, ne? Ja, es ist kacke. Trinken. Oh, schrecklich. Essen, schrecklich. Trinken, Kacken, alles kacke. Oh, na gut, Kacken geht wieder, wenn man das Wasser da losführt. Warum ist hier eine Panzerbarriere? Was nehmt ihr denn für Drogen hier? Hallo, du... Warum kann ich mein Inventar nicht mehr öffnen? Wo haben wir eine Panzerbarriere? Stirb doch! Aber jetzt sterbe ich an einem so einem behinderten Zombie. Geh halt in die Feuerwehr, in die Kirche, genau, in die Kirche. In die Kirche. In die Kirche. Boah, jetzt. Also das Problem ist jetzt, wir hatten vorhin 5 Autos, jetzt haben wir, keine Ahnung, 0. Wir haben doch nur 2 zerstört, also 2, nein, ich habe mir noch eins auf dem Weg gefunden und 2. Wir haben 2 doch da hinten verloren und... Ja, das eine haben wir aber erst gefunden. Das eine, ja, aber das eine habe ich dazu gezählt gerade. Ja gut, dann haben wir 3 verloren. Jetzt haben wir 3 verloren von 5 und... eins ist noch da, hat aber keine Reifen mehr, weil es irgendjemand zerschossen hat. Wahrscheinlich eh mein Kumpel, damit wir nicht noch mehr Autos haben. Und noch ein Quad. Ja, weißt du eigentlich, dass wir total benachteiligt sind eigentlich? Weil wenn ihr schon total oft PvP hier gemacht habt und so, ne? Ja, kennt ihr das Gelände viel besser hier. Ja, ich kenne mich total aus. Ich camp meistens auf dem Office-Gebäude und dann snipe ich alle weg. Ja, ich... nicht. Ja. Schön. Schön. Oh mein Gott, ich bringe eine Horde von Zombies mit. Hast du gerade Lust auf Besuch von 20 Zombies? Wer, ich? Scheiße. Ich meine Silence.
weiß ja gar nicht, wo du bist. Also ich bin noch gar nicht in deiner Nähe. Wo bist du denn? Und also ich bin jetzt in Elektro bei der Panzerfalle in der Feuer in dem Krankenhaus. Und ja, und ich bin da, wo unser verkacktes Auto gerade hochgegangen ist. Du bist auf jeden Fall gerade erstmal konsequent an mir vorbeigerannt. Finde ich auch ganz okay. Such dir mal. Bist du im Krankenhaus? Nee. Wo dann? Woanders.